Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um das richtige Entsäuern. Ich werde euch so ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ihr euren Körper dazu animieren könnt, dass eine Entsäuerung stattfinden kann, weil da sollte man natürlich einiges beachten. Mein letztes Video ging ja über die 6 Anzeichen, die 6 typischsten Anzeichen einer Übersäuerung. Vielleicht schaut ihr da auch noch mal rein, bevor ihr eine Entsäuerung anstrebt. Allerdings kann man sagen, dass wirklich die große Mehrheit von uns Menschen übersäuert ist, weil natürlich auch Stress übersäuert und unsere heutige Ernährung sehr säurelastig ist. Das heißt, wir nehmen alle viel zu wenige Basen zu uns. Da komme ich auch gleich zu dem ersten Tipp. Wenn wir wirklich entsäuern wollen, geht das natürlich nicht von heute auf morgen. Wir müssen einiges beachten. Aber mein erster Tipp wäre, hier mal einen reinen Kartoffeltag einzulegen. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber Kartoffeln sind wirklich sehr, sehr gute basenbildende Knollen. Ja, bei diesem Kartoffeltag könnt ihr versuchen, morgens einfach basisches Obst zu euch zu nehmen, wie zum Beispiel Bananen, wer Bananen verträgt. Und mittags dann einfach gedämpfte Kartoffeln essen. Versuchen einfach ohne Salz. Das klingt so ein bisschen fad. Und am Abend könnt ihr dann einfach auch nochmal euch Kartoffeln in Spalten schneiden und vielleicht in den Backofen geben und so ein bisschen Magerquark dazu essen. Und das vielleicht so ein-, zweimal in der Woche. Natürlich, je öfter, desto besser. Aber ich verstehe es auch, wenn es so ein bisschen fad ist. Wie gesagt, einfach nur Kartoffeln zu essen. Aber was auch noch dazu kommt, und hier kommt Tipp Nummer 2, ist, ausreichend Wasser trinken. So werden die Nieren wirklich auch angeregt und angekurbelt, um die Säuren auszuscheiden. Und Tipp Nummer 3 ist, versucht alles ab jetzt, was ihr kaut, im Mund einfach richtig einzuspeichern, weil dann hat der Magen nicht diese große Anstrengung und muss nicht so viel Magensäure ausschütten, weil das trägt natürlich auch dazu bei. Und Tipp Nummer 4, verzichtet, wenn möglich, auf Stress. Ich weiß, es ist natürlich nicht immer möglich und da kommen wir auch zum Tipp Nummer 5. Dieser Tipp, den kann man immer integrieren und zwar gibt es von Bulrich, das gibt es beim DM, glaube ich, und auch beim Müller, diese sogenannten Basentabletten. Und die kann ich wirklich sehr, sehr stark empfehlen. Ich verlinke euch die auch nochmal unten in der Infobox. Die gibt es natürlich auch bei Amazon. Und dann könnt ihr natürlich auch Basenbäder machen. Da gibt es aber diverse Unterschiede. Es kommt immer ganz drauf an. Also ich bin auch nie so der Fan von Basenbädern gewesen, weil ich immer das Gefühl hatte, es hilft nicht wirklich. Es kommt aber doch tatsächlich drauf an, was oder wie man es macht. Und zwar kann ich wirklich basische Fußbäder sehr, sehr stark empfehlen. Da gibt es auch diverse gute Pulver, Basenpulver eben extra für Fußbäder. Die habe ich euch mal in der Infobox verlinkt. Und jetzt kommen wir auch noch zu meinem letzten Tipp und zwar zu meinem berühmten Entsäuerungssmoothie. Und diesen Smoothie, das Rezept ist ein sehr großes Geheimrezept eigentlich und das gebe ich nur von Face to Face weiter bisher. Und zwar in meiner Praxis, das heißt in meinen Ernährungsberatungen. Aber ich möchte an dieser Stelle meinen Tipp mit dem Entsäuerungssmoothie auch mit euch teilen. So, alles was ihr dazu braucht, sind 3 verschiedene Obstsorten und zwar Papaya, Ananas und Mango. Und ihr sollt einfach diese klein schneiden in kleine Stücke und dann in gleiche Portionen unterteilen. Sozusagen, dass bei jeder einzelnen Portion, wenn es sich ausgeht, so 4 bis 5 Portionen, dass bei jeder Portion gleich viel Papaya, gleich viel Mango und gleich viel Ananas ist, natürlich in Bio-Qualität. Und diese 3 Obstsorten sind tatsächlich basisch. Da könnt ihr auch gerne einfach mal nachschauen. Ich weiß, Ananas ist schwer zu glauben, weil es ja sehr, sehr säuerlich ist vom Geschmack, beziehungsweise säuerlich sein kann. Aber sie wirkt im Körper basisch. So, der nächste Schritt ist dann, dass ihr diese 4 bis 5 Portionen einfriert. Das heißt, bevor ihr euch am nächsten Tag den ersten Smoothie mit der ersten Portion machen wollt, nehmt ihr quasi einfach dieses eingefrorene Obst aus dem Kühlschrank und lasst es so ein bisschen auftauen. Und dann bildet sich natürlich auch ein bisschen Flüssigkeit. Und wenn das Ganze dann angeschmolzen ist, könnt ihr das im Mixer geben und mixen. Und dann kommt der Clou an der Sache. Und zwar benötigt ihr dann noch eine Kartoffel. Und zwar geht es hier um die Kartoffelstärke. Dabei sollte man beachten, dass die Kartoffelstärke kaputt geht, wenn sie mit Metall in Verbindung kommt. Das heißt, wir sollten das Stückchen Kartoffel, also ungefähr wirklich nur so ein kleines Stückchen rohe Kartoffel, nicht dazu in den Mixer geben, weil natürlich der Mixer auch Metallklingen hat. Das heißt, wir brauchen dazu eine Ingwerreibe und reiben wirklich nur ein klitzekleines Stück roher Kartoffel in unseren Smoothie rein. Und mit dieser Ingwerreibe, die ist aus Porzellan, könnt ihr nichts verkehrt machen. Und ihr reibt, wie gesagt, einfach die rohe Kartoffel rein. Und ich weiß, die rohe Kartoffel ist
in Übermaßen verzehrt oder kann in Übermaßen verzehrt nicht gut bekömmlich sein. Da kann man diverse Probleme bekommen. Aber wenn ihr wirklich nur so ein klitzekleines Stückchen reinreibt in den Entsäuerungsmoothie, dann wirkt das wirklich Wunder. Und es hat bis jetzt immer den Leuten super gut getan und ihr könnt da einfach eine ein- bis eineinhalbwöchige Kur machen, dass ihr einfach immer vor dem Zu-Bett-Gehen übrigens eine halbe Stunde nach der letzten Mahlzeit diesen Smoothie zu euch nehmt. So kann dieser Smoothie wirklich über Nacht in eurem Körper arbeiten und er wirkt wirklich Wunder. Das ist ein klassisches Geheimrezept von mir, das ich jetzt hier mit euch teile, und übertreibt es natürlich nicht mit der Kartoffel. Ich muss dazu auch sagen, es macht jeder auf eigene Verantwortung, falls der ein oder andere jetzt einfach mit der Kartoffelmenge übertreibt. Aber selbst wenn man eine halbe oder eine ganze Kartoffel reingibt, kann meines Erachtens nach immer noch nichts passieren. Aber ich muss es natürlich dazu sagen. Genau, lasst mir gerne mal eure Erfahrungen da, falls ihr natürlich dieses Rezept ausprobieren wollt. Es ist für mich so die effektivste, natürlichste Methode, den Körper wieder so zur Entsäuerung zu animieren. Natürlich braucht es so ein paar Tage, bis es auch wirklich anschlägt, aber ihr werdet merken, dass euer Körper einfach wieder besser arbeiten kann, euer Stoffwechsel wieder besser arbeiten kann. Ja, es ist einfach wirklich super gut und ich freue mich schon über eure Kommentare, wenn ihr diesen Entsäuerungssmoothie ausprobiert. Und übrigens, er schmeckt auch wirklich richtig, richtig, richtig lecker. Es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, okay, ich muss ihn jetzt runterwürgen, sondern er schmeckt einfach wirklich super gut. Also hat man auch noch Spaß dabei. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und ihr probiert es natürlich aus. Lasst mir gerne einen Up-Like da und auch sehr, sehr gerne ein Abo, so verpasst ihr kein Video mehr. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.